Obwohl die US-Indizes gestern nur ein leichtes Minus verzeichneten, ist doch auffällig, dass vor allem defensive Aktien derzeit gesucht sind auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite wir eine massive Rallye bei Staatsanleihen gesehen haben gestern, mithin also die Renditen für Staatsanleihen deutlich gefallen sind, mit der Folge, dass die Realrenditen, also die Renditen minus Inflation, so negativ sind wie noch nie. Davon müsste eigentlich Gold profitieren, obwohl der Goldmarkt oft eine schwierige und manchmal vielleicht auch manipulierte Geschichte ist. However, jedenfalls sehen wir, dass da durchaus etwas in der Luft liegt. Und ich will Ihnen zeigen, was da in der Luft liegen könnte, warum der Markt Probleme riecht, aber eins nach dem anderen. Probleme hat gestern zunächst mal dieser Herr gemacht, das ist Christopher Waller von der Fed, der bei einem CNBC-Interview gesagt hat, ja, wenn wir jetzt die nächsten beiden Job Reports, die Non-Farm Payrolls, der erste kommt ja gleich jetzt am Freitag, also wenn die beiden nächsten Job Reports gut ausfallen, so zwischen 800.000 und 1 Million Stellen, dann sollten wir schon im September ankündigen zu tapern und damit dann schon im Oktober beginnen. Das haben jetzt die Märkte nicht so gern gehört, nachdem der Jerome Powell ja gesagt hat, also wir sind noch ganz weit entfernt, so ungefähr 27% Wirtschaftswachstum müsst schon noch her. Sonst werden wir da nichts ändern, vor allem der Arbeitsmarkt, totale Vollbeschäftigung. Gell? Also wenn Sie einen Amerikaner finden, der noch arbeitslos ist, dann können wir leider nicht tapern. Das war die Message. Aber der Paul scheint da nicht wirklich so in der absoluten Mehrheit zu sein. Die Stimmen mehren sich, die sagen, Leute, es wird jetzt langsam Zeit, hier was zu tun. Die Aktienmärkte, wie gesagt, dann respektive die Indizes bis auf den Nasdaq ins Minus gedreht. Aber Waller hat auch noch zwei andere interessante Dinge gesagt, die so ein bisschen untergegangen sind in der Berichterstattung. Das erste war zu sagen, ja, wir sollten frühzeitig mit diesem Tapering beginnen und wir sollten schnell damit sein, damit wir dann, wenn wir 2022 die Zinsen anheben müssten, das auch tun können. Das war das Erste, aber vielleicht noch bedeutender ist, dass er sagte, aus Gesprächen mit Unternehmen wissen wir, dass die Unternehmen einen starken Kostendruck haben und dass sie diesen Kostendruck weitergeben wollen und dass sie diesen Kostendruck weitergeben können. Sie haben Pricing Power und das, sagt er, ist es sozusagen die Voraussetzung, dass die Inflation eben nicht transitory ist. Also er widerspricht hier letztendlich direkt eben Jerome Powell, der immer von transitory spricht. Da seien einfach nur einzelne Kategorien wie Gebrauchtwagen etc., die hier die Inflation ein bisschen nach oben treiben. Das würde dann vorbeigehen. Ich hatte mehrfach Grafiken gezeigt, die klar machen, das stimmt schlichtweg nicht. Klar, das sind so die Spitzenfaktoren, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit zu sagen, es sind diese Dinge, die die Inflation treiben, die werden bald zurückgehen. Also da ist auch viel eine eigene Wahrnehmung bei Jerome Powell, respektive der Wille, dass die Dinge so sind, wie er sich's vorstellt, weil dann die Politik einfacher wäre für ihn als Notenbankchef. Aber sei es drum. Jedenfalls, das hat die Aktienmärkte gestern ein bisschen ausatmen lassen, dann zum Handelsende hin. Und hier nochmal Mentions of Inflation. Die Erwähnungen von Inflation in den Earnings Calls der Unternehmen jetzt in der Berichtssaison massiv gestiegen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite hier mal Erwähnungen von Labor, also Arbeitskräftemangel, Materialmangel, Transportation Problemen, Supply Chain Price. Hier sehen wir, all das ist weitgehend deutlich nach oben gegangen. Also die Unternehmen haben diese gestiegenen Kosten. Wir haben gestern auch wieder gesehen beim ISM-Index, wo man sagt, fast alle sind betroffen von eben gestiegenen Kosten, von Transportkosten, von Lieferkettenproblemen etc. Und das macht sich preislich dann eben auch bemerkbar. Und hinzu kommt jetzt, angesichts dieser ultralaxen Geldpolitik der Fed, sehen wir, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards weiter gesenkt haben, und zwar so stark wie noch nie. 40% der Befragten hier sagen, ja, wir haben unsere Kreditvergabestandards lockerer gemacht, einfacher, es ist also einfacher, Kredit zu bekommen. Und wir sehen hier die Financial Conditions unten in dieser Grafik auf einem neuen Allzeittief. Da fließen Aktienkurse mit ein, aber eben auch die Kreditevergabe. Und jetzt kommt vielleicht in Sachen Inflation noch etwas hinzu, was man nicht so auf dem Schirm hat vielleicht in Deutschland. Wir sehen, dass Joe Biden, der US-Präsident, eben eine Wende gemacht hat, weg vom Konsumenten hin zum Arbeitnehmer.
Biden hat ja mehrfach gesagt, als er gefragt wurde, ja, die Unternehmen haben gestiegene Kosten. Was soll man tun? Hat er gesagt, hebt die Löhne an. Das ist das, was er will. Das sei eine Revolution oder eine ähnlich wichtige Entwicklung wie damals bei Reagan Thatcher. Dieser Prozess, der dann dazu geführt hat, dass Gewerkschaften praktisch entmachtet wurde und die extremen freiheitlichen, libertären Marktkräfte sich entfalten konnten mit Vor- und Nachteilen, die das hatte. Jedenfalls der Fokus bei Joe Biden eben stark auf die Arbeitnehmer, und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Baustein möglicherweise zu jetzt einer Lohnpreisspirale, die kommen wird, denn die Konsumenten, die werden sich sagen, hey, das Leben wird teurer, ich muss mehr Geld verdienen, und die Unternehmen müssen ihre gestiegenen Kosten auch weitergeben, also es kommt dann eine Lohnpreisspirale möglicherweise in Gange, wahrscheinlicherweise in Gange, die die Fed dann ganz kalt erwischen wird. Apropos Fed, wir sehen hier Lael Brainard, die eigentlich die Favoritin ist auf den Fed-Chef-Posten. Paul hat ja noch seine Amtszeit bis Februar 2022. Jedenfalls hat sich Brainard, die Demokratin ist, Mitglied der Demokratischen Partei und eben Frau, damit prädestiniert eigentlich als Nachfolgerin. Die beiden Administrationen will viele Frauen nach vorne bringen, klar, und das wäre natürlich da eine ideale Besetzung. Und sie hat sich jetzt schon mal in Position gebracht, interessanterweise, und hat gesagt, also mit den Regulierungen, da wäre ich etwas rigider als Jerome Powell. Das ist ein ziemlich klarer Ansatz, den sie hier hat und der auch den demokratischen Ansätzen eher entsprechen dürfte. Also für Powell wird es jetzt doch eng. Das sind so Anzeichen, dass Brainard möglicherweise dann doch die Nachfolgerin von Paul werden dürfte. Insgesamt kommen wir jetzt nun mal zu den Aktienmärkten zurück. Meine Damen und Herren, sehen Sie, dass die Volatilität normalerweise jetzt ab Anfang August, respektive Ende Juli, deutlich anzieht. August ein schwieriger Monat normalerweise für die Aktienmärkte, also nicht, zumindest nicht der beste Monat, eher der schwächste Monat des Jahres. Und jetzt kommt vielleicht dieser Punkt, den ich meinte, der Markt riecht Probleme, und Jim Bianco hat es gestern in einem Interview gesagt, der Markt is starting to sniff out, there are COVID restrictions coming, also der Markt riecht, dass da neue Restriktionen, neue Einschränkungen wegen Corona kommen werden. Und schauen wir uns mal hier unter die untere Grafik an. Da sehen wir, betroffen jetzt von einem massiven Anstieg der Corona-Fälle sind vor allem Florida, das ja bekannt ist unter DeSantis als besonders lax, besonders freiheitlich, was Corona betrifft, und auch Texas. In Texas etwa in Austin kaum mehr praktisch Intensivbetten frei. Also das wird jetzt alles wieder ein Thema, und auch dieses Narrativ, dass eben die Hospitalisierungen nicht nach oben gehen, das gilt nicht mehr für die USA. Wir sehen, dass wir jetzt eine deutliche Steigerung der Hospitalisierungen haben. Also die Leute kommen wieder verstärkt ins Krankenhaus. Wir haben jetzt einen höheren Stand von belegten Hospitalbetten wegen Corona als noch im April. Und jetzt sehen wir einzelne Covid-Restriktionen, etwa bei Facebook, da werden die Mitarbeiter angewiesen, ob geimpft oder nicht, Masken zu tragen. Also hier sehen wir, dass das durchaus wieder auch Konsequenzen dann haben dürfte im Konsumverhalten etc. etc. Wir hatten kürzlich ja diese ganze Geschichte mit der Schuldenobergrenze, die hat jetzt Yellen erstmal elegant umschifft, indem sie Sondertöpfe anzapfen will, um hier diese Schuldenobergrenze erstmal hinauszuschieben, weil der Senat sich nicht einigen kann. Und Sven Hennig bemerkt ein bisschen bösartig, dass Yellen noch 2018 gesagt hat, als das Defizit bei einer Billion lag, gesagt hat, ja, das Defizit ist nicht tragfähig. 2021 liegt das Defizit bei dem Dreifachen, bei 3 Billionen. Und jetzt will sie die Schuldengrenze anheben lassen. So hat sie zumindest den Senat aufgefordert. Jetzt kommen wir zu China, meine Damen und Herren, zum Abschluss dieses Videos, und hier neue Einschränkungen jetzt. Die chinesische Führung geht gegen Gaming-Firmen vor, also gegen Computerspielhersteller wie etwa Tencent. Tencent zeitweise 10% im Minus, hat sich da wieder ein bisschen erholt. Man spricht hier von spirituellem Opium, dass diese Spiele seien, und das kann ich angesichts meiner Söhne direkt bestätigen. Also wenn das kein spirituelles Opium ist, dann weiß ich nicht was.
Da wird also sehr viel Kreativität ein Stück weit zerstört und das teilweise bei Spielen etwa wie Minecraft mit einer Grafik, die aus dem 18. Jahrhundert zu stammen scheint. Aber gut, jedem wie er will. Jedenfalls sehen wir, dass nicht nur jetzt die Gaming-Industrie in den Fokus kommt, vorher ja diese Education-Geschichte, also praktisch Wissensvermittlungsfirmen, dann eben zuvor diese Aktionen gegen Alibaba, gegen Didi, jetzt also scheinbar die Gaming-Industrie an der Reihe und was noch dazu kommt, einige Chip-Aktien unter Druck aus dem Bereich, die Zulieferer sind für die Autoindustrie wegen hier Price Manipulation, also auch ja das große Thema Chipmangel auch hier im Westen, jetzt hier sozusagen Aktionen gegen offenkundig manipulierte Chippreise oder gegen irgendwelche Kartelle, die da abgelaufen sind. Wir werden sehen, insgesamt auch die Corona-Situation in China jetzt doch wieder etwas extremer, sodass die Behörden neue Maßnahmen verhängen, etwa im östlichen China, Jiangsu. Hier werden praktisch immer mehr Leute jetzt in Quarantäne gesetzt, respektive ganze Städte in Quarantäne gesetzt. Und in Wuhan sollen jetzt alle Einwohner getestet werden. Alle, ausnahmslos alle. Also wir sehen, da ist etwas am Start. Und jetzt auch interessanterweise, China hat offenkundig inoffiziell, es gibt ein solches Dokument, das aber die Behörden in Peking nicht selbst veröffentlicht haben, gesagt, wir haben so eine Art Buy Chinese Philosophie für Staatsfirmen, also die Staatsfirmen sollen vorwiegend, wenn sie etwas kaufen, wenn sie sozusagen Zulieferer haben, dann sollen sie möglichst chinesische Zulieferer nehmen und das gilt auch etwa für medizinisches Equipment und da ist jetzt eben die Frage, wie verträgt sich das Ganze mit dem Handelsdeal zwischen den USA und China und die Antwort ist wahrscheinlich gar nicht und die WTO, also die Welthandelsorganisation hat gesagt, ja, also wenn ihr das macht, das würde eben diesen Handelsdeal doch direkt widersprechen, auch das eine lustige Anekdote, das wollte ich nicht zeigen, das zeige ich vielleicht das nächste Mal, diese Grafik. Also, wir sehen in China diese ganze Corona-Thematik, diese ganze Thematik, der Staat geht gegen einzelne Branchen massiv vor und in den USA sehen wir, dass defensive Sektoren zulegen können, dass die Renditen fallen, Öl gestern schwer unter Druck nach dem ISM-Index, der ein bisschen enttäuschend war. Der Markt riecht, dass da möglicherweise so die allerbesten Zeiten jetzt vorbei sein könnten. Jetzt dürfte ein Anstieg der Volatilität erstmal anstehen. Eben zu diesem Anfang August. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute, Dienstag und sage Ihnen Servus und Ciao.